man kann es doch an den Adventssonntagen am allerdeutlichsten sich klar machen. Berlin ist das einzige Bundesland in ganz Deutschland, das alle 4 Adventssonntage freigibt als verkaufsoffene Sonntage. Nicht ein Adventssonntag wegen einer besonderen Situation, sondern alle 4. Und das in einer Zeit im Jahr, die ohnehin schon in ganz hohem Maß kommerzialisiert ist, wo schon alles ganz schnell gehen muss, ganz verdichtet ist. Dabei ist die Adventszeit in Wahrheit eine Zeit des Innehaltens, der Vorbereitung, der Umkehr, der Neubesinnung. Deswegen sind wir fest davon überzeugt, wenigstens die Sonntage in dieser Zeit sollen ihren anderen Charakter behalten. Und auch Familien, die in der Woche sehr angespannt sind, haben gerade in Berlin keine Schwierigkeit darin, eine Zeit zum gemeinsamen Einkaufen zu finden. Denn die ganze Woche über können in Berlin die Geschäfte 24 Stunden am Tag offen sein. Es gibt überhaupt keine Beschränkung in Berlin während der Wochentage. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, es ist in unserem gemeinsamen Interesse, dieses wichtige Erbe eines Rhythmus in der Woche, indem wir gemeinsam die Arbeit auch unterbrechen, als Familie zusammen etwas machen können. Wie sollen denn die Familien der Verkäufer gemeinsam am Sonntag shoppen gehen? Da zeigt sich doch schon der innere Widerspruch. Deswegen haben wir das so deutlich gemacht. Eine Nachfrage noch zum Verständnis. Würden Sie darauf einschließen, sozusagen Öffnungen auch von Bibliotheken oder von Bildungseinrichtungen? Oder konzentrieren Sie sich da ganz stark sozusagen auf den Kommerz? Auch bei Bibliotheken finde ich es gut, dass man die auf 6 Tage in der Woche konzentriert. Es gibt bestimmte Arbeiten, die wegen des Sonntags oder trotz des Sonntags notwendig sind. In Deutschland betrachten wir das enger als in anderen Ländern. Das ist ein Teil unserer kulturellen Tradition. Und wenn mir vorgehalten worden ist, dass gesagt worden ist, in anderen Ländern, Großbritannien zum Beispiel, ist der Anteil derer, die am Sonntag arbeiten müssen, viel höher als in Deutschland. In Deutschland sind das ungefähr 10%. Und wenn ich mich richtig erinnere, in Großbritannien sind es 25. Dann habe ich gesagt, angesichts dieses Unterschieds bin ich dankbar dafür, dass in Deutschland nicht mehr Menschen genötigt sind, am Sonntag zu arbeiten. Aber wenn Sie sich ausmalen, wir hätten die 25% in Deutschland, dann würde doch Ihr ganzes Argument, dass Familien etwas zusammen machen, dass im Freundeskreis etwas zusammen gemacht wird, dass in den christlichen Gemeinden etwas zusammen gemacht wird und doch gerade an den Adventssonntagen nicht nur vormittags während der Hauptgottesdienstzeit, sondern gerade ganz oft an Nachmittagen, all das würde ins Leere laufen. Es hätte Auswirkungen für das ehrenamtliche Engagement in unserer Gesellschaft. Und das wollen wir doch stärken und nicht schwächen. Und deswegen glaube ich, wir tun etwas, was nicht nur im Interesse der Christen und der christlichen Gemeinden ist, nicht nur im Interesse unserer christlichen Kultur, sondern wir treten für etwas ein, was für diese Gesellschaft im Ganzen wichtig und wertvoll ist. Und diese Sonntagskultur ist über Jahrtausende gewachsen. Und sollen wir diejenigen sein, die das innerhalb einer Generation zerbröseln lassen? Nein, das finde ich nicht richtig. Und auch die Berufung auf einen Wandel der Kultur sehe ich so, dass wir uns auch anstrengen sollten, diesen Kulturwandel zu beeinflussen in der Richtung, dass gemeinsame freie Zeit, dass die Heiligung des Sonntags auch in dieser Zeit, auch im 21. Jahrhundert, ein wichtiges und kostbares Gut ist.